Willkommen vor den Empfangsgeräten, ich bin Mongols Jakob von den Frakta und ich bin in der Mirrored Warfare in der Open Beta, die hat heute gestartet. Und da bin ich natürlich sofort herbeigeeilt. Von uns aus dem Orden spielen das schon einige seit einiger Zeit, die entweder das Glück hatten und Zugang gewährt bekamen während der Closed Beta oder sich da einen gekauft haben, was völlig legitim ist in meinen Augen. Irgendjemand muss das Spiel ja finanzieren, immerhin ist es ja free to play. So, ich bin jetzt auf dem Bildschirm Basis. Das finde ich ein sehr interessantes Konzept. Ich baue hier nämlich Gebäude und ich kriege Rohmaterial einmal pro Tag 100 Rohstoffe. Und die habe ich jetzt verbraucht, um halt die Garage zu bauen. Ne, Quatsch, die Garage hatte ich schon. Die Akademie, Baracken, den Heliport und die Kommandozentrale. Und jedes davon bringt Vorteile. Offensichtlich ist das noch ein kleines Level, das offensichtlich ausbaufähig ist. Das ist schon mal ein interessantes Konzept. Es gibt Premium-Währung, klar. Und es gibt normale Credits. Bataillon ist das, was hier im Prinzip ein Clan darstellt. Das, wenn ich das richtig sehe, kann man entweder für Premium-Währung oder für 4 Millionen Credits einen Clan gründen. Das ist natürlich für mich so jetzt eine Quest für die nächste Zeit, um Infrakta auch hierher zu bringen. Mirrored Warfare, wenn ihr euch das nicht sagt, das seht ihr jetzt hier auf dem Bildschirm, ist im Prinzip ein World of Tanks Klon, ob die das jetzt gern hören oder nicht, ist ja mal völlig Bumpe, ist ja völlig okay, finde ich. Ich weiß gar nicht, warum sich da manchmal manche Firmen anstellen. Es gibt immer einen Branchenprimus in einem gewissen Genre und an dem orientiert man sich. Wenn der Erfolg, denn wenn er erfolgreich ist und das Ding wirft Kohle ab, dann muss dann kopiert man den natürlich in gewisser Weise. Ja. Dann ist ja nichts verkehrt in meinen Augen. Ja. Man guckt ja immer, wer ist der Beste und mit dem will man sich messen. Wenn einem, der es verkackt hat und wo keine Kohle rumkommt, der geht Konkurs, das macht man ja, das imitiert man ja nicht. Man ist ja nicht bescheuert. Also daher finde ich das völlig okay. Ja. Also das Ganze ist halt ein Panzerspiel, ja, ein Multiplayer-Spiel, dass man eben mit zwei Teams gegeneinander spielt mit Panzern. Jetzt um sich von der vorhandenen Konkurrenz, ja, es gibt ja Konkurrenz in Form eben von World of Tanks und eben den War Thunder Panzergefechten abzuheben, hat man hier ganz explizit sich auf die Panzer der Neuzeit ja, der Neuzeit, was ist das für ein Ausdruck? Ja, moderne, nach 1950 im Prinzip Fahrzeuge konzentriert. Das sieht man hier in der Garage. Ich habe hier einen M113. Das ist ein amerikanischer Schützenpanzer, kann man das ruhig nennen. Gibt auch immer auch hier so eine Klassenmerkmal. Da steht was über das Fahrzeug. Hier gibt es aber eine Chronik. Was ist das überhaupt für ein Teil? Naja, ob das ausreichender Schutz ist. Ich kenne die M113 als Mannschaftstransporter. Sag es mal so. Ich würde dem Ding nicht unbedingt vertrauen. Ja, es ist extrem populär. Es hat sich überall weltweit durchgesetzt. Weil besser ein irgendwie gepanzertes Fahrzeug als gar kein gepanzertes Fahrzeug. Wobei die meisten haben nicht so einen Aufsatz. Die meisten sind halt echt nur so ein rumgurkendes Rechteck. So, und das interessanterweise hat man hier jetzt keine Fraktion, dass man sagt, okay, ich spiele jetzt in einem sowjetischen Zweig oder einem amerikanischen Zweig, so wie man das aus den anderen beiden Spielen kennt. Sondern hier läuft das über einen Händler, entweder Wölfli oder von Marat, und von denen kauft man quasi Panzer, das sind Waffenhändler. Und die haben verschiedene Fahrzeuge im Angebot. Für mich ist vor allem halt Wölfli interessant, weil er eben, sie eben die deutschen Fahrzeuge im Angebot hat. Beginnt eben in Leopard 1. Dann in vielen Varianten, also eine Leopard 1 Variante. Dann der Prototyp müsste das hier gewesen sein. Genau, das ist die Studie. Und dann eben den Leo 2 bis hoch zum A7. Und als nächstes, das einzige andere deutsche Fahrzeug, das ich spontan sehe, ist das Wiesel Waffenträger. Ich weiß allerdings nicht genau, was dieses Fahrzeug in diesem Spiel zu suchen hat, weil das definitiv kein Gefechtsfahrzeug ist im Sinne von einem Panzerfahrzeug. Der Wiesel heißt ja deshalb auch im deutschen Militärjargon im Waffenträger-Wiesel. Das ist ein Waffenträger, den nutzen unsere Fallschirmjäger. Im Prinzip ist das eine Waffenplattform, mit der man herumgurken kann, die minimalsten Schutz bietet. Ja, die gibt es in verschiedenen Komponenten. Ach Quatsch, Komponenten in verschiedenen Varianten.
Eine, die hier verwendet wird, ist eben die mit der Maschinenkanone. Allerdings, ich weiß echt nicht, was sie sich dabei gedacht haben, dieses Wiesel hier reinzubauen. Hätten sie jetzt den neuen, den Boxer reingebaut, auf dem hat den alten Marder als Schützenpanzer oder wenn schon Spähfahrzeug, dann den Lux von den Deutschen, was meiner Meinung nach ein sehr gelungener Spähpanzer darstellte, der ist ja nicht mehr im Dienst. Von mir ist dann noch den Fennec. Ja, also die Deutschen haben da einige Fahrzeuge im Laufe der Bundeswehrgeschichte hervorgebracht, die durchaus in das Spiel gepasst hätten, aber den Wiesel, das ist mir unbegreiflich. Sorry, das verstehe ich nicht. Ja, für mich als Premium-Fahrzeug, aber das ist, also vor allem Tier 7. Das verstehe ich nicht. Egal. Ah doch, da ist ja noch eine deutsche, die Panzerhaubitze 2000. Das ist mal ein schöner, gelungener Entwurf. Steht da, glaube ich, in der Chronik dran, oder? Chronik? Genau, wird als eines der mächtigsten Artilleriesysteme seiner Dekade angesehen. Das ist auch schön. Ist hauptsächlich in Westasien im Kampfeinsatz gewesen. Die Niederländer und wir, glaube ich, wir waren die Panzerhaubitze 2000 nach Afghanistan gekarrt haben. Ich glaube, wir hatten genau eine da unten, weiß ich aber nicht ganz genau mehr. Die hat auch ganz gut rumgebumst, ja. Das ist der Punkt. Aber es ist halt schön formuliert, die war in Westasien im Einsatz. Ja gut. Wir haben ja generell relativ wenig Panzerfahrzeuge eben dahin gebracht. In erster Linie halt ja, eine Handvoll Marder, eben die Panzerhaubitze 2000. Vorgänger war die 155, oder? Steht dran, oder? Panzerhaubitze, ja, 155. Dann natürlich die Dingos, wobei die halt keine Panzer sind, ja, das sind gepanzerte Fahrzeuge, aber das wobei sie auch den Wiesel hier eingebaut haben, könnten sie auch den Dingo einbauen. Darauf kommt es dann auch nicht mehr an. Dann hört es schon langsam wieder auf. Also wir haben keine schweren Fahrzeuge darunter gebracht. Das wäre uns auch logistisch gar nicht möglich gewesen. Ja. Wir haben ja generell keine Flugzeuge für nach Afghanistan, also in dem Sinn zu fliegen, um halt schwere Transporte, Lasten hinzubringen. Wir haben halt die Transall immer noch im Einsatz, weil der A400M ja immer noch nicht funktionsfähig zur Verfügung steht. Und deshalb haben wir während des Afghanistan-Einsatzes ja von einer ukrainischen Firma die Antonov-Transportmaschinen immer gechartert für wirklich große Lasten. Und die Transall hat halt Personal transportiert oder hat halt hier die quasi Shuttle gespielt zwischen den Militärbasen oder Militärbasis besser gesagt im Afghanistan nahen Ausland, ja. dann nach rein nach Afghanistan, weil die Antonov eben nicht, zumindest in der Regel nicht Kabul angeflogen hat, wenn ich mich richtig entsinne. Also ich wüsste, die meisten sind Tralalas gewesen, die in Kabul runtergekommen sind. Na naja, egal. Und sehr viel lief natürlich auch über den Landweg, ja, also Pakistan und dann rein über Landweg. Ist auch egal jetzt. So, und dann gibt es eben hier den Marat, der bietet hauptsächlich sowjetische Fahrzeuge an. Beziehungsweise russische Fahrzeuge. Hier der T-14 Armata ist ja das ganz neue Teil. Das ist ja dann kein Sowjeten, sondern Russe. Was der Sheridan hier treibt, weiß ich allerdings nicht. Ich wollte gerade sagen. Ja, das war ein Prototyp, also das sagt mir nichts. Das ist auch schon wieder etwas. Also das sind hier also nicht nur so wie das nach amerikanisch und ein deutsches Modell, das ist auch ein Franzose, oder? Ach Quatsch, ein Italiener. Ach hier, das ist ein Italiener. Leclerc ist der Franzose. Weil die Ariette doch nichts anderes ist als eine Abrams-Kopie, oder? Naja, ist auch egal jetzt. So. Ah, das ist auch Brite. Challenger. Der ist auch ein Brite Chieftain. Also der hat ein gemischtes Angebot. Also das ist auf jeden Fall den hier, das Konzept hier. Was Upgrades? Ah, okay, das ist Forschung quasi. Kennt man. Hm? Also eben die Garage. Und jetzt gibt es halt Besatzung und Kommandant. Jetzt, wobei mich jetzt ein bisschen irritiert, dass ich hier nur... Das ist aber auch witzig.
Ach, das ist ja interessant. Man spielt in dem Sinn ein Söldnerunternehmer, der deshalb Fahrzeuge und Personal irgendwie rekrutiert. Das ist auf jeden Fall mal ein interessantes Konzept. Wobei mich wundert, wo mein Kommandant ist. Ich hatte eigentlich an Weihnachten bei so einer Aktion mitgemacht von der Firma, sodass man sich schon mal einen Kommandant quasi sichern konnte. Ich weiß gar nicht, wo der hingekommen ist. Ich glaube, ich muss sie mal anschreiben, den ihren Support. Was bitteschön aus dem geworden ist. Dann gehen wir mal in die Schlacht, oder? Ach, guck mal an, es gibt PvE-Missionen und es gibt PvP. Ja, wir machen mal PvE. Einfach hier, ach genau, Einführung. Ich habe den schon wieder übelst viel geschwätzt. Wir haben noch nichts gefahren. Kann auch nicht sein. Sind wir im Warteraum? Wieso habe ich denn leicht bitte schön gewählt? Ich habe doch gar nichts gewählt. Ach, bin ich da als Kacknoob ohne Gefechte, werde ich da einsortiert oder was? Wieso habe ich denn jetzt doch den T64? Ich habe gedacht, ich hätte den anderen Nasebär-Panzer genommen. Na, ist auch egal. Ist auch letztlich egal. Ich bin auf jeden Fall mal sehr gespannt. Die Jungs aus unserem Orden, die da schon spielen, die haben gemeint, man kommt als World of Tanks Veteran da unheimlich schnell rein. Es spielt sich ziemlich wie World of Tanks, nur ein bisschen schneller. Es gibt auch Artillerie. Was ich jetzt irgendwie nicht so als den Bonus empfinde. Einer der Vorteile, die ich in War Thunder gegenüber World of Tanks immer so wahrgenommen habe, war, dass es eben keine spielergelenkte Artillerie gibt, sondern eben diesen Artillerie-Schlag, den man anfordert und auf der Karte irgendwie anklickt, hier, pass auf, da sollt ihr hinschießen. Die bei weitem nicht die Wirkung erzielt hat, verheerende wie die Artillerie in World of Tanks, die halt aus einem Panzerfahrzeug abgeschossen wird, ja, von einem Spieler. Gerade in höheren Levels, in höheren Tiers bei World of Tanks habe ich die Artillerie regelmäßig in Wutanfälle ge gebracht. Witzigerweise sowohl als Spieler von Panzern, die von Artillerie zerschossen werden, genauso aber wenn ich selbst Artillerie gespielt habe und dann aufgrund der Ex also gerade im letzten halben Jahr ist es ganz schlimm geworden bei World of Tanks, was Mikro-Lags angeht. Also ich habe mit Artillerie überhaupt nichts mehr getroffen. Das hat mich irre gemacht. Also ich hatte, wie gesagt, Wutanfälle, wenn mich die Artillerie zerlegt hat, aber genauso hatte ich halt schon Wutanfälle, wenn ich mit meiner Artillerie einfach nichts getroffen habe. Ja. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass denen ihre Server, wobei heute ist halt Open Beta-Tag. Witzigerweise am gleichen Tag wie hier Star Wars Battlefront Open Beta startet. Das wird ein Spaß. Ich nehme an, bei beiden Spielern werden die Server heute mal ordentlich. Oh, es geht eigentlich. 110 ms Ping. Das war jetzt nicht optimal, aber ist jetzt auch nicht, also jetzt verwunderlich eigentlich am heutigen Tag. Der dürfte heute ordentlich was abgehen auf dem Surfer. So, Grafik habe ich alles auf Ultra gestellt. Also Ultra, Ultra, Ultra. Besser geht's nicht. Also. Etwas, was ich wahrscheinlich im normalen Spielbetrieb so nicht machen würde. WASD, also Lenken, Fahren, Fahrverhalten, von der Reaktion fühlt sich nicht an World of Tanks, das stimmt schon. Jemand hat sich das hier cappen kann. Oh, das gefällt mir aber. Also der Schusssound meine ich und die Schussanimation. Habe ich eigentlich ein MG? Nee. Dass ich mich von der KI fragen lasse, Alter.
Aber die Zerstörungsphysik ist wie erwartet schön, basiert nämlich auf der Crytek Engine. Ja, das sieht ziemlich interessant aus. Mal ein bisschen anschubsen. Witzigerweise kann man den LKW mit Containern nicht zerstören. Okay, Beton lenkt auch, ne? Dann wäre aber jetzt die Betonwand hier eine super Deckung. Das Geschoss ging nicht durch, sondern wurde ausgebremst. Ah, da ist eine Deckung hier, der Beton. Oh, das hat ja freie Schussfeld. Nutzt er aber gar nicht. Beton ist ja wieder da. Oder hat ich was anderes weggeschossen? Mehr Deckung gegangen. Jo, das war's. Oh, ich habe den Kampfpanzer knacken. Schön. Jetzt kommen die Wagenquests. Oh, ich habe aber auch gefressen. Hier während der Fahrt zerzieht er doch ganz schön. Voll gegen die Steine gebumst. Okay. Ja, der LKW ging jetzt aber zerplatzen. Okay. Dann kämpfen wir mal den Bunker. Ich
kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es hier noch großen Counter geben wird, dass man versucht, den Cap zu behindern. Das heißt, die KI wirft nun mal irgendwas gegen mich, aber ich stehe mich trotzdem besser in Deckung. Hat ich doch recht, dass ich mich in Deckung gestellt habe. Ich werde das Gefühl nicht los, dass die Mission beendet ist. Ah ja, weil ich konnte die Maus nicht mehr bewegen. Schön, interessant. Tutorial, gefällt mir. Ist eine knackige, schnelle Einweisung, wenn man so ein Spiel noch nie gespielt hat. Passt. Gefällt mir. Dann gedenke ich, einen Cut zu setzen. Weil ich garantieren kann, wobei Star Wars Battlefront dürfte einige Leute vom Orden abziehen, aber theoretisch zumindest dürften heute Abend der ein oder andere Knabe oder vielleicht Dame vom Orden anwesend sein, die mit mir hier vielleicht spielen will, und ich habe zwar noch keine Ahnung, wie ich das gebacken bekomme. Mit denen zusammen zu spielen. Aber irgendwie kriegen wir das bestimmt hin. Und dann würde ich sagen, das nächste Video mache ich vom PvP, dann aber mit Leuten vom Orden zusammen. Das finde ich persönlich nicht immer viel witziger. Ich muss nur gucken, dass ich vorher im Teamspeak die alle ein bisschen runterstelle von der Lautstärke. Das hat sich als relativ sinnvoll irgendwie erwiesen, weil die Aufnahmeprogramme funktionieren scheinbar so, dass in der Priorität ich ganz unten stehe, ganz oben steht der Spiel, in der Mitte steht der Teamspeak. Und wenn die Jungs da drin rumkrakehlen, dann sind die sehr laut. Ich bin dann relativ leise und dann hört man mich kaum. Ich bin zwar jetzt nicht unbedingt vom großen Ego, dass ich da jetzt viel Wert drauf legen würde, aber es gab verschiedene Stimmen, die gesagt haben, ja Monty, das ist auch so kacke, ja, wenn man dich überhaupt nicht hört, das ist auch voll anstrengend vom Zuhören dann. Das kann ich nachvollziehen, das ist ein gutes Argument, und deshalb habe ich das jetzt so ein bisschen ausbaldowert, ja, um eine Gaunersprache zu verwenden, dass es ganz gut ist, wenn man die im Teamspeak alles so eine Lautstärke ein bisschen reduziert. Gut, also dann, gefällt mir ganz gut, weil ich es so sehe. Ich finde das ein interessantes, neues Konzept, hebt sich wirklich ab. Langfristig hoffe ich, dass die Deutschen noch ein paar mehr Panzer bekommen, vor allem auch hoffentlich sinnvollere als das Wiesel, aber naja, wie auch immer, da wir im Orden einen ehemaligen Falli haben, der wird sich natürlich freuen, den Waffenträger wieder zu sehen. Ich wünsche euch was, macht's gut, bis bald, tschüss.